Liebe Leute, hallihallo und herzlich willkommen. Grüße gehen raus an alle die Stifties und an alle die Stifties, dies oder Stifte, die es vielleicht noch werden wollen. Mein Name ist Phil Stifti oder Phil. An die, die mich kennen, liebe Leute, das Video wird heute nichts für euch werden. Es dreht sich heute um das Thema Anfänger-Tutorial. Und ich möchte durch grundlegende Punkte durch das Spiel durchführen, so Interface, mal kurz auf Mods eingehen, nur mal ganz kurz ein paar Schiffe zeigen, ein paar Linien, was sollte man am Anfang fahren, was nicht, wie entwickeln sich überhaupt Spieler und so weiter und so weiter. Wird vielleicht ein etwas längeres Video werden, davon gehe ich mal aus. Nichtsdestotrotz hoffentlich für alle diejenigen unter euch, die das Spiel, ja, ich sage mal, nicht länger als 6 Monate spielen. An alle die, die wieder neu einsteigen, sicherlich sehr spannend. Nochmal ein ganz kurzer Intro zu mir. Wer bin ich? Also ich bin Phil Stifti oder Phil, Philipp, mit bürgerlichen Namen, um es genau zu nehmen. Ich spiele World of Warships mittlerweile seit über 6 Jahren, streame das regelmäßig, streame es nicht nur regelmäßig, ich mache auch Videos, wir hatten auch zeitlang mal einen Podcast, wir machen viel zu World of Warships. Ich kenne mich ziemlich gut aus in dem Spiel, bin auch nicht unbedingt ein schlechter Spieler, auch keiner der Besten, um jetzt hier nicht wieder jemanden auf den Schlips zu treten, aber darum soll es heute auch nicht gehen. Ich bin außerdem Community-Contributor, das schon seit mittlerweile über 2 Jahren. Das ist ein spezieller Account oder am Ende eine spezielle Person. Da muss man sich bewerben drauf. Man wird dann von Wargaming akzeptiert. Das ist auch nur für World of Warships, also nicht für andere Spiele, die Wargaming rausbringt. Und genau, da kann man direkt dann mit der Entwicklung des Spiels zusammenarbeiten. Man kriegt Vorabzugänge zu bestimmten Schiffen. Man kann bestimmte Inhalte vorher testen, sein Feedback dazu geben, etc. pp. Also, ihr merkt, ich glaube, ich kenne mich ganz gut mit dem Spiel aus. Darum sollte es auch nur gehen. Ich bin also nicht jemand, der euch jetzt hier irgendwas vom Blauen erzählt, der irgendwie, ich weiß nicht, sich was ausdenkt, sondern ich mache es euch, um zu helfen und weil ich gerade Zeit habe und weil ich es gerne mache. So, okay. Genau. Dann fangen wir doch am besten gleich mal an mit den ganz grundlegenden Sachen. Ihr seht jetzt erstmal im Hintergrund hier, ich setze jetzt auch mal meine Kopfhörer auf, dann höre ich mal ein bisschen Sound. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund bei uns den Hafen von World of Warships. Ihr seht also Happy Holidays, Merry Christmas zur Weihnachtszeit aufgenommen. Ja, zur Weihnachtszeit habe ich ein bisschen mehr Zeit, deswegen kann man dann auch so ein umfangreiches Video machen an der Stelle. Der Hafen spielt aber hier keine Rolle, den könnt ihr hier oben wechseln, darum geht's nicht. Es geht jetzt erstmal darum, euch so ein bisschen durch das Spiel durchzuführen. Hier werden am Anfang sicherlich ganz viele Sachen unterschiedlich bei euch aussehen. Hier wird viel blinken, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, etc. Lasst euch davon nicht verunsichern. Schaut euch das alles in Ruhe an. Es gibt eine Waffenkammer, es gibt Belohnungen, es gibt Feldzüge. All das kann man nebenbei machen. Das ist nicht Kernbestandteil von dem, wo ich euch ja heute hinbringen möchte. Das ist das Ziel am Ende, ist natürlich, euch als Anfänger so ein paar Punkte an die Hand mitzugeben, die ihr dann später versuchen könnt umzusetzen, um einfach ein besserer, erfahrener Spieler zu werden. Um nicht nur eine Bürde fürs Team zu sein, sondern vielleicht sogar irgendwann derjenige zu werden, der ein Team so maßgeblich beeinflusst, dass er es carryen kann, sodass ihr entscheidend dazu beitragt, dass euer Team gewinnt. Darum soll es hier heute gehen. Wir werden auch noch eine Runde Rang 5 fahren später. Das ist so ein mittlerer Rang, ja, wo man auch viele von den Mechaniken schon sehr, sehr gut erklären kann, dass das Spiel nicht mehr allzu schnell und nicht mehr allzu unüberlegt und man muss schon relativ viele gute Entscheidungen treffen. So, weiter aber erst nochmal hier im Game. Der erste Punkt, den ich euch mit an die Hand geben möchte, ist die Unterscheidung zwischen dem Interface-Modus. Den findet ihr Escape gedrückt unter Einstellungen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, liebe Leute, auf den Rest gehe ich jetzt hier nicht weiter drauf ein. Das ist kein, wir spielen jetzt hier nicht Apex Legends, Counter-Strike Source oder Counter-Strike im Allgemeinen oder sonst irgendeinen Shooter. Wir schießen hier auf gegnerische Schiffe, okay. Aber Frames do not win games. Nicht in World of Warships. Wir haben ein Strategie
Action-Spiel. Das bedeutet, ihr müsst natürlich, das Game sollte nicht ruckeln bei euch, also stellt es bitte so ein, dass ihr grundlegend eine gute Anzahl von FPS habt, aber sobald ihr, ich sag mal, ab mindestens 40 seid, dass das Game nicht mehr ruckelt, ich empfehle euch 60. Alles darüber ist nicht unbedingt so, dass es wirklich wichtig ist, zumindest nicht in World of Warships. Also auch ein Spiel, was durchaus die Ressourcen schont. Kann aber sehr hübsch aussehen, also beschäftigt euch mal damit. Worum geht's aber erstmal? Wir schauen uns jetzt hier die einzelnen Reiter mal gemeinsam an und kommen hier auf den Punkt 4. Hat, so nennt der sich jetzt zumindest. Das haben die hier mal überarbeitet. Sieht vielleicht auch in Zukunft nochmal anders aus. Ganz wichtig hier am Anfang, der Interface-Modus an sich, der ist nicht auf voll geschaltet. Der ist auch, glaube ich, auf einfach oder auf adaptiv. An der Stelle schaltet den bitte auf voll. Wie ich gerade eben gesagt habe, ein Strategie- und Actionspiel. Wollt ihr ein Spiel haben, womit ihr primär nur entspannen könnt, mit nicht World of Warships, das ist nicht das richtige Spiel für euch. Ihr werdet immer wieder an Punkte kommen, wo eure Leistung wichtig ist und wo eure Leistung auch dazu führt, dass ihr Runden gewinnt oder Runden nicht gewinnt und so wie ihr vielleicht euch denken könnt, wenn ihr 10-mal hintereinander verloren habt, dann macht das Spiel auch deutlich weniger Spaß, als wenn ihr 10-mal hintereinander gewonnen habt. Also ist ja immer die Frage, wie kann man mit relativ einfachen Mitteln gut gewinnen. Und Information ist dabei der Schlüssel zu vielem. So wie auch im wirklichen Leben ist es auch in World of Warships. Interface-Modus erkläre ich euch dann an der Stelle nochmal genauer im Spiel. Bitte aber auf jeden Fall auf Vollstellen. Nur dann seht ihr bestimmte Schiffsnamen, dann seht ihr auch genau, wie viel Leben die haben und so weiter und so weiter. Auf Vollstellen also. Dann gibt es hier einen Fadenkreuz. Ja, Fadenkreuz ist ein ganz großes Thema. Ich kann euch nur dazu empfehlen, ich habe auch ein Video gemacht zur Modstation, wo ich alle meine aktuell benutzten Mods, das wird auch immer wieder aktualisiert, müsst ihr mal schauen, haben wir schon 3 Videos, glaube ich, dazu gemacht mittlerweile, wo ich meine Mods erkläre. Ich benutze die natürlich aus der offiziellen World of Warships Modstation. Aber da gibt es auch einige, die wirklich helfen, wie beispielsweise auch Fadenkreuze. Es gibt statische und dynamische. Im Prinzip, ich kann euch nur so viel empfehlen, bitte benutzt ein dynamisches. Es gibt Spieler da draußen, die spielen das Spiel schon seit 6 Jahren. Die kommen mit einem statischen Fadenkreuz super klar und die sagen euch, ihr müsst statisches Fadenkreuz fahren, ansonsten fahrt ihr nicht gut. Ja, das ist, weil die das schon so lange fahren und nie gelernt haben, mit einem dynamischen Fadenkreuz umzugehen. Das ist nicht der Regelfall. Ein dynamisches Fadenkreuz zeigt euch mehr und schneller und genau das ist das, was ihr haben wollt von dem Spiel. Ihr wollt so viel wie möglich, so gut aufbereitet wie möglich die Informationen haben, damit ihr euch auf euer Gameplay, auf die Sachen in den einzelnen Momenten konzentrieren könnt, die wichtig sind. Ich benutze ein dynamisches Fadenkreuz, wie logischerweise, wie das Spiel auch schon, sehr, sehr lange, benutze da aber ein leicht modifiziertes, findet ihr auch in meinem Mod-Video. So viel erstmal dazu. Ansonsten hier den Rest. Am Rest habe ich hier persönlich gar nicht so viel rumgestellt, liebe Leute. Ja, könnt ihr, ja, kann man sicherlich auch noch mehr rausfummeln, indem man hier auf seine Maus coole Tastenkombinationen rauflegt und dann bestimmte Steuerungen auf der Maus und so, dann kann man bestimmte Tasten nochmal ein kleines Millisekündchen schneller drücken. Das ist aber auch nicht so entscheidend wie, oder im Allgemeinen ist das nicht entscheidend. Da seid ihr dann auch wieder im Genre von Counter-Strike und Frames Win Games, nicht bei World of Warships. Also Strategie-Action-Game, schnell die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, was sind denn jetzt die richtigen Entscheidungen? Genau, da wird es schwierig, liebe Leute. Ich werde euch versuchen, im ganz Grundlegenden mal zu erklären, wie ich Entscheidungen treffe, was da für mich wichtig ist. Und dann müsst ihr dahin kommen, dass ihr für euch selber merkt und wisst, okay, der trifft so und so Entscheidungen, so sollte oder kann ich auch Entscheidungen treffen. Das würde mir helfen. Und ich sage euch ganz ehrlich, das, was ich da tue, das machen alle anderen guten Spieler, das machen alle anderen genauso auch. Die machen es vielleicht auf andere Art und Weise, die benutzen vielleicht eine andere Minimap, die benutzen vielleicht ein anderes Fadenkreuz, aber jeder benutzt eine große Minimap und eine Minimap, die so ist, dass man viel darauf sieht und jeder benutzt ein gutes Fadenkreuz und ja, eins, wo man viele Informationen hat und nicht eins, wo man am besten gar nichts sieht. Nur als Beispiel. Dann
kommen wir zum nächsten Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist am Anfang. Schiffe. Welche Schiffe soll ich denn eigentlich fahren? Hier jetzt erstmal der Hinweis. Wie seid ihr zu World of Warships gekommen? Also, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man zu World of Warships kommt. Ich wage mich mal aus dem Fenster zu lehnen, ohne es genau empirisch untersucht zu haben. Die meisten fahren am Anfang Schlachtschiffe. Warum? Weil Schlachtschiffe die historischste Klasse ist. Es ist grundlegend ein durchaus historisches Spiel, World of Warships. Es ist jetzt nicht, keine Ahnung, komplett fiktiv. Und dadurch kann man diesen Anknüpfpunkt durchaus haben. Und Schlachtschiffe ist halt nun mal die Klasse, die am historischsten war. Das sind die Schiffe, die am meisten Strahlwirkung hatten. Das sind die Schiffe, die am historischsten waren. Schlachtschiffe sind auch die Klasse, die die meisten Leute direkt dadurch am Anfang fahren. Und das ist auch eine gute Beginnerklasse, weil man mit denen erstmal relativ viel Ruhe hat. Ja, man muss nicht ganz so viel gleichzeitig tun, man hat nicht so viel zu tun wie als Zerstörer, man hat im Allgemeinen nicht ganz so viel zu tun wie als Cruiser. Die Klassen sind so aufgebaut, also Schlachtschiff ist relativ beginnerfreundlich, da kann man auch viel richtig, viel falsch machen, so wie immer in dem Spiel, aber es ist am beginnerfreundlichsten. Das heißt, du kannst viel erreichen, aber du wirst niemals derjenige sein, der komplett dein Team komplett mit allem durchziehen kann, weil das Schlachtschiff bestimmte Rollen einfach nicht erfüllen kann. Dafür brauchst du Klassen, die sich schwieriger spielen, die aber auch schwieriger dann zu beherrschen sind, die also wo ihr quasi mehr erreichen könnt, die aber auch, um mehr zu erreichen, viel mehr euch abverlangen. Das ist nicht das Schlachtschiff. Dann kommt der Kreuzer, der ist so ein bisschen zwischen Zerstörer und DD. Mit dem kann man deutlich mehr machen als mit einem Schlachtschiff im Regelfall. Vor allem, also nicht in den Low Tiers, aber dann später im Late Game. Und dann gibt es den Zerstörer, der ist eigentlich immer noch, und das ist schon seit Jahren so, spielentscheidend. Der Zerstörerfahrer ist derjenige, der euch die Flanke gewinnt oder nicht gewinnt. Wenn der seinen Job sehr gut macht, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ihr ein sehr gutes Gefecht haben werdet. Ist der relativ früh raus, dann wird es relativ wahrscheinlich so werden, dass ihr da nicht viel mehr verändern werdet daran oder verändern könnt daran. Und da gibt es jetzt noch zwei andere Klassen, die so ein bisschen aus dem Raster rausfallen. Es gibt einmal den Carrier, also CV. Der kommt in der Mitte des Spiels vor allem dann oder ich sag mal, in der Mitte des Fortschritts irgendwann zum Tragen ab Rang 4, Rang 6, Rang 8, Rang 10 und Supercarrier gibt es ja auch, Rang 11. Und der ist auch spielentscheidend, weil er ganz, ganz viele unterschiedliche Rollen zu erfüllen hat. Rollen zu erfüllen, das geht vielleicht schon ein bisschen zu tief. Ich eine Möglichkeit, ein Utility, so beschreibe ich es immer. Das ist am Ende das, ja, also wie gewinnt man am Ende Gefechte in World of Warships? Einfach gesagt, ihr könnt euch das Gefecht nicht immer malen. Das ist keine Mona Lisa. Es ist kein Kunstwerk, was ihr erschafft. Ihr könnt bestimmte Sachen so beeinflussen, dass sie so geschehen, wie ihr es wollt, aber das ist ein ganz kleiner Teil. Der Großteil ist, ihr müsst auf Basis der Informationen, auf Basis dessen, was euch drumherum mit den 12 anderen Schiffen oder 11 anderen Schiffen, was dort passiert, so spielen, dass ihr am Ende es schafft, daraus das größtmögliche, bestmögliche zu machen. Ihr müsst also reagieren und könnt dann ganz dosiert in bestimmten Situationen agieren. Aber ihr müsst vor allem erstmal viel reagieren. So. Puh, das war jetzt schon viel geredet. Kommen wir jetzt nichtsdestotrotz aber nochmal zum Carrier. Der ist auch spielentscheidend. Mit dem könnt ihr also auch viel machen. Und dann gibt es U-Boote. Die sind, ja, wenn sie sehr gut gespielt sind, auch spielentscheidend. Aber die sind nicht ganz so spielentscheidend wie Zerstörer. Also U-Boote sind irgendwo dazwischen. Die sind auch, kann man auch gut fahren, wenn man damit viel macht. Oder wenn man die gut beherrscht, kann man damit viel machen. Weil es ist nicht unbedingt das, was wirklich euch das Game gewinnt. Was euch das Game gewinnt? Zerstörer, Area und später, ganz, 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 ganz viel später im Spiel, irgendwann ab Rang 9 aufwärts, kommen dann Radarkreuzer, Kreuzer mit sehr viel Utility, die können wirklich auch noch maßgeblichen Impact haben. Ansonsten nur noch ganz, ganz wenige U-Boot-Linien, deutsche U-Boote vielleicht und ein Premium-U-Boot, was es bis jetzt gibt. Vielleicht kommt noch in Zukunft was. Mal sehen. Aber
die eigentlich auch nicht im Regelfall. Gut, okay. Was haben wir gelernt? Welche Klassen sind also wichtig? Aber mit welcher fangt ihr an? Und da ist jetzt der Punkt, ihr müsst am Anfang erstmal, ihr braucht euch nicht gleich die schwierigste Klasse raussuchen. Ihr braucht nicht gleich anfangen, Zerstörer zu fahren. Ihr braucht nicht gleich anfangen, Carrier zu rocken. Ihr braucht nicht gleich anfangen, U-Boot zu fahren, liebe Leute. Ihr müsst so wie ich damals, vor 6 Jahren, jetzt irgendwann, mit den Grundlagen anfangen. Hört sich langweilig und blöd an, ist es nicht, verspreche ich euch, liebe Leute. Ich bin ja auch genau deswegen dabei geblieben, weil es nämlich ein spannendes, sehr, sehr spannendes und tiefgründiges Spiel ist. Aber ihr müsst erstmal die Grundlagen verstehen. Und das kann man am besten mit einem Schlachtschiff. Und das ist auch am häufigsten, das am besten gefahrenste Schiff am Anfang. Und deswegen fangen wir damit auch an. Erste Runde wird also sein, dass wir ein Schlachtschiff fahren. Ich führe euch jetzt aber erst nochmal durch, welche einzelnen Schiffe und welche einzelnen Linien ich jetzt am Anfang mal empfehlen würde. Die meisten fangen an mit der deutschen Linie, und zwar mit der deutschen Linie Nassau bis Hannover. Und zwar wegen der Bismarck, liebe Leute. Das ist das historischste Schiff, was wir in World of Warships haben, ohne Frage. Aber das ist keine Linie, die ihr wirklich fahren solltet, meiner Ansicht nach. Die ist im Load hier noch ganz lustig. Ab Rang 7 wird es schwierig und dann wird es eigentlich nicht viel besser. Die Preußen, die wurde ersetzt durch einen, also der große Kurfürst wurde ersetzt durch die Preußen, den gab es früher mal, und die Hannover ist noch relativ neu. Die sind hier gar nicht mehr so komplett schlecht, aber Leute, Rang 7, 8, 9, da wo ihr die meiste Zeit auf den Schiffen verbringen werdet, vor allem im Rang 9, die fand ich wie Grütze. Hier also keine Empfehlung. Die sind historisch, die kann man fahren, ja, ohne Frage, aber nicht jetzt. Wir gehen mal sachte durch. Japan. Das ist auch nicht eine komplette Linie. Also, oder es ist noch nicht eine komplette Empfehlung an der Stelle. Es gibt, wird immer wieder neue Schiffe geben, die Meta verändert sich, aber wir wollen so ein bisschen darauf achten, welche Schiffe am Anfang gut sind, welche man gut hochfahren kann und welche man dann am Ende auch noch gut im Portfolio haben sollte. Man kann auf jeden Fall die japanischen Schlachtschiffe fahren. Die sind nicht meine Empfehlung, man kann die aber auf jeden Fall fahren. So, ab der Nagato gibt es hier eine ganz spannende Alternative mittlerweile mit der Bungo. Die sind besser auch als die Yamato-Linie, ohne Frage. Das sind keine klassischen Schlachtschiffe, passen mehr ins Game rein, aber die kann man auf jeden Fall fahren. Die Amis haben sogar drei, die sind dreifach gesplittet hier unten in den Schlachtschiffen. Ja, ich gehe jetzt nicht auf Kreuzer, ich gehe nicht auf DDs ein, weil das sind, wie gesagt, keine Anfängerklassen. Fahrt erstmal eine Schlachtschifflinie hoch und wenn ihr euch damit confident fühlt, dann geht ihr auf den Zerstörer, dann geht ihr auf den Kreuzer. Ihr fangt nicht an, gleich wie wild, mit U-Booten und Hasse und... Leute, noch ein Tipp. Man wird auch dann gut, wenn man Sachen repetitiv öfter mal macht. Wechselt nicht zwischen Schlachtschiff, Kreuzer, Zerstörer. Schlachtschiff, Kreuzer, Zerstörer, 2 Runden Zerstörer, dann wieder Schlachtschiff, dann wieder eine Runde Kreuzer. Da kommt ihr nie mit klar, Leute. Vor allem, wenn ihr das Spiel nicht begreift am Anfang, könnt ihr nur schlecht sein damit. Ich empfehle euch, nehmt euch mal erstmal eine Klasse raus, das Schlachtschiff. Wenn ihr damit einigermaßen confident seid, was ihr sein könnt, wenn ihr wirklich gut seid und ich sage mal eine Linie komplett durchgefahren habt, dann könnt ihr langsam anfangen an Zerstörer und an Kreuzer zu denken, wenn ihr die denn wirklich fahren wollt. Wenn nicht, dann könnt ihr auch gerne Schlachtschiffe weiterfahren, liebe Leute. Na klar, ihr baut da natürlich auch noch mehr Performance dann auf. Die kann man auch auf jeden Fall gut fahren, wobei ich sage, dass die New York, die New Mexico und die Colorado echt schlecht sind. Kansas ist, die ganze Linie ist Crap ist auf die Vermont hier unten. Die North Carolina und die Montana und die Iowa, die kann man ganz gut fahren. Das hier sind Hybrid-Schlachtschiffe, da sind also Planes mit dabei. Ist auch relativ spannend, aber auch nicht unbedingt gut zum zu lernen. Also zum Durchwachsen, liebe Leute. Durchwachsen, aber man hat am Ende relativ einfach, relativ viel im Portfolio, wenn man Amis fährt. Meine Empfehlung sind aber die Russen. Und zwar wieso? Weil die sehr gut zu lernen sind. Da ist viel Panzerung dabei, aber man hat auch eine zu bestrafende Zitadelle. Zumindest, wenn Schiffe guten Punch haben. Und dadurch lernt man ja auch. Zitadellen sollte man nämlich nicht unbedingt kriegen als Anfänger. Was sind denn Zitadellen überhaupt? Das sind, also es gibt 2 unterschiedliche Arten von Granaten. Es gibt HE und AP. Und AP ist diejenige, die, also Armor Piercing, das ist das, was Panzerung gut durchdringen kann. Und damit seid ihr am Ende
wenn denn in den richtigen Bereichen im Schiff getroffen wird und wenn ihr eine Zitadelle habt, prinzipiell haben alle Schiffe eine Zitadelle, bis auf Kreuzer, bis auf Zerstörer, U-Boote. Und wenn die halt zu erreichen ist und da eine Armor-Piercing-Granate einschlägt, können auch andere Granaten dort einschlagen, aber die kommen meistens nicht bis dahin, dass die da wirklich Schaden machen, weil sie meistens nicht die Panzerung so weit durchdringen können, dann macht ihr halt sehr, sehr viel Schaden. Und die Schadenswerte, die angegeben sind, wie beispielsweise bei der Sinop, hier, die, dort seht ihr es da unten, ihr seht es knapp an mir vorbeischauen, die 12.500 Höchstschaden, das ist der Zitadellenschaden. Ja? 12.500 macht ihr also dann, wenn ihr eine Zita landet. Ist relativ selten, aber nur um es euch mal zu erklären an der Stelle. Ich empfehle euch diese Linie hier, ja? Ismail, Sinop, Vladivostok, Soyuz, Kremlin. Super gut zu fahren, Kremlin, mega dicke Buffs gekriegt, jetzt indirekt durch Captain Rework, Uchakov genauso. Das sind nicht die Top Rang 10, Rang 11er Schlachtschiffe mehr, waren sie eine Zeit lang mal, sind sie nicht mehr. Aber die Linie ist super gut hochzufahren. Das ist meine Empfehlung an euch. So, Deutschen haben wir drüber geredet, das sind vor allem Brawler, würde ich jetzt nicht anpacken. Dann die Briten, die kann man auch auf jeden Fall sehr, sehr gut fahren, empfehle ich euch auch. Also Briten und Russen und Japaner und Amis so zu teilen. Hier gibt es vor allem die Conqueror-Linie, die echt gut mit HE zu fahren ist. HE ist sehr einfach am Anfang zu spielen. Dann die Vincent-Linie, die ist mit HE und AP zu fahren, auch relativ einfacher, aber auch, also auch gut zu fahren, aber anspruchsvoller, deutlich anspruchsvoller. Am Ende gibt es dann ansonsten noch die Franzosen, die fahren sich aber nicht ganz so gut hoch. Also die Bretagne, schwieriges Schiff, sage ich euch ganz ehrlich. Normandie, Lyon, oh, Richelieu, schwierig. Alice, Republic sind gut. Patrie genauso, aber bis ihr da hinten seid, dauert es eine Weile. Okay, so viel dazu. Das waren jetzt erstmal die Schlachtschifflinien, die ich euch am Anfang empfehlen würde. Ich kann nicht alle Fragen hier beantworten, liebe Leute. Da müsst ihr auch, hoffentlich versteht ihr das. Ganz, ganz viel, dieses Spiel ist urig komplex. Das sieht von außen sehr, sehr einfach aus, ist es aber nicht. Der Teufel steckt im Detail. Hier gibt es ganz, ganz viel, womit man sich beschäftigen kann, womit man sich beschäftigen sollte, was man tun sollte, etc. Aber ihr werdet oder ihr könnt es lernen über die Zeit. Verspreche ich euch. Vor allem, wenn es damals so jemanden wie mich gegeben hätte, ich hätte mich sehr darüber gefreut. Gut, jetzt gibt's mich, ich erkläre es euch. Ich kann euch nicht alles erklären. Ich kann euch nur Werkzeug geben. Die Werkzeuge benutzen müsst ihr selber. Und dass ihr nicht mit einem Hammer bohren sollt, kann ich euch auch sagen. Aber am Ende müsst ihr trotzdem bohren. Und das müsst ihr selber. Und das macht ihr nicht, indem ihr so auf die Wand haut, liebe Leute. Ja? Also ihr, versteht ihr, ich gebe euch die Werkzeuge, aber das richtige Einsetzen der Werkzeuge, das müsst ihr trotzdem auch noch lernen. Ich kann nicht selber für euch spielen, will ich auch gar nicht. Starten wir jetzt mal rein. Erste Runde Texas. Wir haben hier einen Kapitän genommen. Ich gehe jetzt nicht auf Captain-Skillung drauf ein. Ich gehe nicht darauf ein, wie das Schiff ausgerüstet sein sollte, etc. Da gibt es bei mir auf dem Discord gute Guides dazu, wo man sich das anschauen kann, wie bestimmte Schiffe geskillt werden, was man in den ausrüsten sollte, etc. pp. Da erkläre ich auch immer viel in den Streams. Das bringt uns jetzt hier fernab von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. So, wir haben abgehakt Schiffe und empfohlene Linien und dann klicken wir jetzt mal ins Gefecht. Und ich sehe schon, wir sind bei 23 Minuten. Das wird also ein langes Video werden. Erstes Gefecht, wir fahren die Texas, liebe Leute. Und ich werde euch jetzt mal so ein bisschen erklären, wie ich immer in so ein Gefecht reingehe, was für mich wichtig ist und was nicht. Erster Punkt, schon mal ganz, ganz wichtig. Wir schauen mal, oh, wer ist denn hier mit dabei? Wie sieht denn das aus? Wir sind jetzt hier im Low-Tier. Es sind viele Vierer dabei. Da sind auch einige Bots dabei. Bots sind hier an diesem doppelten Punkt gekennzeichnet. Trotzdem aber auch noch einige Spieler. Wenn ihr hochrangiger fahrt, da gibt es gar keine Bots mehr. Das ist hier nur im Low-Tier so. Aber es gibt auch einige Zerstörer. Es gibt viele Zerstörer, sogar vier, um genau zu sein. Einige Kreuzer und ja, am Ende auch einige Schlachtschiffe. Wir sollten also uns relativ vorsichtig erstmal positionieren. Mein erster Tipp an euch, vorsichtig. Ihr fahrt nicht gleich rein. Ihr müsst am Anfang nicht gleich so ein Cap holen, etc. Ist völlig sinnfrei. Braucht ihr nicht. Ist nicht euer Ziel. Erstmal mit dem Game vertraut machen,
alles euch um sich herum sich bewegen lassen, etc. So. Wir sehen hier vorne fährt ein Zerstörer Vollspeed los, dahinter der Bot hinterher und hier außen ist auch ein Bot Fullspeed aufs Cap. Okay, alles klar, wir können also ganz entspannt die Außenbahn nehmen. Macht euch mit eurem Schiff vertraut. Wir fahren jetzt hier die Texas, Premium-Schiff, was ihr kriegt, wenn ihr euch bestimmt anmelden könnt. Da kann ich gleich vielleicht auch noch ein Wort dazu verlieren. Aber es ist ein relativ langsames Schiff. Wir fahren 20 Knoten. Das ist ein spezieller Skill hier. Brisk oder strammes Tempo auf Deutsch nennt er sich. Womit wir 10% extra Speed kriegen. Damit kommen wir auf 23 Knoten gerade mal. Ansonsten geht jetzt hier der erste Spieler schon auf. Ja, auf den sollten wir mal schießen. Der dreht jetzt nach links. Okay, wir schauen, wir predikten. Der dreht nach links. Alles klar. Wir schießen. Die Dispersion, also die Streuung sieht grausig aus. Nichtsdestotrotz, wir machen 1000 Schaden drauf. Nur die einzigen, die den Damage drauf gemacht haben. Immerhin, es hat jemand Schaden drauf gemacht. So, was machen wir jetzt? Wir drehen da nicht rein. Wir sehen hier, 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 hier ganz viele Leute, die offen sind. Wir wollen da nicht reinfahren, liebe Leute. Woher sehe ich denn das so schnell? Das sehe ich daran, weil ich die Map hier unten groß gemacht habe. Nächster Punkt. Ihr drückt String, gedrückt halten und drückt Minus. Die Map wird kleiner. Die müsste bei euch so aussehen. Da kann ich nichts erkennen. Ist nicht meine Empfehlung an euch. Also ihr drückt String, gedrückt halten und drückt jetzt mal Plus. Und dann ist die plötzlich groß und dann seht ihr auch bestimmte Sachen auf der Map und könnt mal entscheiden, oh ja, da sind noch einige Schiffe, alles klar, ich sollte vielleicht vorsichtiger fahren. So, die jodeln da alle rein und sterben. Torpedos hier und da und überall. Ja, wunderbar. Sehr gut. Da sind schon einige rausgegangen. Das sind vor allem natürlich die Bots hier und die Gegner, die dabei dann draufgehen, die sich also gegenseitig rausnehmen. Ansonsten, was verrät uns die Minimap unten auch? Ich schaue immer viel auf die Minimap. Zweite Empfehlung an euch. Schaut auch mal unten auf die Minimap. Wir sehen hier vorne eine Orion, die schießt doch auf uns, schießt sehr weit daneben, aber die schießt auf uns. Hier unten sehen wir gerade, A geht weg. Oh ja, tatsächlich, A da unten, das geht weg. Mhm, alles klar, das Cap ist also wichtig hier für uns. Wir sollten also schleunigst etwas tun, damit die Orion stirbt, damit wir am Ende überleben. ...5700 Schaden. Ihr seht ungefähr, worauf ich ziele, ne? Also ihr müsst nicht so drauf zielen. Wenn der nach vorne fährt, dann schaut man hier mal auf die Minimap. Da gibt es dann so einen kleinen Kreis. Plus, ihr habt ja hier, ihr seht ja, wie schnell der fährt. Hier stehen 4 Sekunden. Das heißt, ihr müsstet eigentlich 4 vorzielen. Das wäre aber, wenn er komplett Breitseite fahren würde. Der fährt ja nicht Breitseite, also muss es irgendwie so ein bisschen nach links, unten und vorne muss dann gezielt werden. So, da hinten die Tiger, liebe Leute. Die ist auch relativ fix. Da sagt uns der Marker 9. Wo zielen wir denn jetzt hin? Der hat jetzt reingeslaut, also ist langsamer geworden. Sieht man ja, das Schiff wird langsamer. Plus, der dreht ein bisschen. Okay, alles klar. Dann schaue ich hier so. Ja, das ist jetzt so vor ihm. Da würde ich mal drauf schießen. Schauen wir mal. Okay, alles klar. So, ansonsten unten haben wir fast alle Schiffe verloren. Komischerweise haben die Gegner aber nicht A gecappt. Die Runde sieht, ja, sehr ausgewachsen aus. Sehr durchwachsen aus. Nicht sehr ausgewachsen, sehr durchwachsen sieht die Runde aus. Ja. So, da geht der nächste drauf. Von unserem Team. Sieht der hier oben ja beispielsweise auch. Die Tiger fährt dort weg von uns. Jetzt müssen wir uns schon langsam anstrengen. Und das ist das, was ich meine, Leute. Die Runden werden nicht am Anfang des Gefechts entschieden, sondern die werden am Ende des Gefechts entschieden. Ne? Hinten wird die Kuh fett. Und genau das ist das, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen jetzt hier schauen, dass wir hier jetzt vernünftig unseren Schaden anbringen können, uns gut positionieren, Schlüsselbereiche halten und lange nicht sterben. Und dann können wir so eine Runde auch gewinnen. 15 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Vernichtender Schlag, da wurde die Wispy hat den Bot dort getorbt. Sehr schön. Hier unten ist die Tiger. So, wir haben 5 vorgehalten. Warum halte ich nicht 7 vor, obwohl da 7 steht? Weil ich weiß, dass der nicht so schnell fährt, liebe Leute. Ja, ich sehe ja, das ist eine Tiger. Ich weiß ungefähr, dass eine Tiger jetzt nicht allzu schnell ist.
Also muss ich da auch nicht komplett rein rödeln, da komplett mega viel vor, also da nicht mega viel vorhalten, weil ich eh weiß, so viel, so schnell wird ja nicht sein. So, wir haben hier unten einen Gegner. Das ist ein Gegner, das ist ein Gegner. Das sind also wirklich echt Spieler. Wir haben hier noch zwei Bots. Das ist schlecht. Da kommen Torps. Und der frisst davon auch welche? Nein, tut er nicht. Sehr gut. So, wir haben hier vor uns eine Viljegi. Und da wird es jetzt schon schwierig. Furutaka ist auch noch ein echter Spieler. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die raus? Also wir können sie nur über Zeit rauskriegen, Leute, ja? Kiten wegfahren ist immer besser als reinfahren. Reinfahren in dem Spiel bedeutet nämlich, dass bestimmte Sachen sehr, sehr schnell passieren. Und wenn Sachen sehr, sehr schnell passieren, könnt ihr meistens nicht mehr die Entscheidung treffen, die ihr sonst getroffen hättet, sage ich mal, ja? Und ihr wollt ja immer so spielen wie der FC Bayern München. Obwohl ich aus Berlin komme, ich bin auch überhaupt gar kein Bayern-Fan, aber ihr wollt immer so spielen wie der FC Bayern München. Kontrolliert, offensiv, eine gute Mischung aus Offensive und Defensive, aber kontrolliert. Ihr wollt ein Gefecht nicht aus der Hand geben. Ihr kommt da jetzt gleich rum, da müssen wir uns ein bisschen angeln, damit er uns nicht so viel Damage macht. Oh, der schaut gar nicht auf uns, das ist aber nett. Kriegt er jetzt mal eine volle Breitseite. Ich bin gespannt, wie viel Schaden es macht. Wir zielen jetzt hier mal auf die Zitadelle. Nicht komplette Wasserlinie, aber ja, das war ganz gut. Drei Zitas an der Stelle. Ne? Habt ihr gesehen, das Schiff war vorher voll. Jetzt ist es fast tot. Wichtig. So, wir angeln uns. Also drehen rein. Der schießt durch so übrigens HE, sehe ich da dran, weil die Schüsse rot sind. Aus der Entfernung. Wir schießen natürlich AP, weil wir wollen ja viel Schaden machen und nicht wenig. Hm. Und jetzt sollte rausgehen. Wir ziehen ein bisschen höher, weil wir brauchen eh nicht mehr den Zita-Schaden so viel. Lieber sicher spielen. Da ist nochmal eine Zita dabei. Und gut ist. Sehr schön. So. Wir haben eine Clemson im Gegnerteam. Das ist ein Problem, weil das ist ein Zerstörer. Und einen Zerstörer werden wir nicht so einfach aufkriegen. Wenn wir Pech haben. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier erstmal ins Cap rein. Oder können jetzt hier erstmal ins Cap rein. Clemson ist da relativ weit hinten. Das heißt, wir haben Zeit. Zeit ist gut. Wir wollen Zeit haben. Und nehmen einen Schluck zu trinken, sehr viel geredet. So. Hm, Emerald. Ein bisschen, ne? Schön mit Ruhe. Ganz entspannt jetzt hier. Emerald macht dann einen Turn nach links. Den können wir vielleicht bestrafen. Ich weiß es. Ah, können wir nicht. Müssen aufpassen, dass wir hier nicht gegen die Insel gegenfahren. Ich werde hier mal ein bisschen langsamer. Dann drehe ich ein bisschen spitzer. Schlag das Ruder natürlich sehr weit ein. Dann sollte es passen. So, jetzt haben wir... Ja. Die Furutaka gegen ein Schlachtschiff und einen DD. Mich gegen die Emerald. Und... Schussbereit auf die Tiger da hinten. Naja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. 1000. Ja. Seht also, umso dichter die Gegner dran sind, umso breiter die stehen vor euch, umso mehr Schaden macht ihr auch. Ne, ist auch ganz logisch, das solltet ihr auch schon wissen. Das sollte man im Allgemeinen wissen, das ist eine Emerald, die wird uns jetzt hier nicht allzu viel Schaden machen, aber wir könnten der Emerald viel machen, ne? Wenn wir Glück haben. Haben wir aber nicht an der Stelle. Genau, der hat da getorbt, das ist okay. Wir fahren weiter nach links. Versuchen hier einmal mit auf die Clemson zu schießen. Emerald geht auch vor uns, okay. No, da werden sicherlich nochmal Torps kommen, jetzt wieder von der anderen Seite. Das heißt, wir wollen nicht in die Torps reinfahren. Wir machen mal einen Turn. Wir drehen einmal. Tiger da hinten ist gestorben. Hervorragend. Das heißt, es ist wirklich nur noch der DD und die Emerald. Und der DD dürfte eigentlich rausgehen gegen den Cruiser, wenn wir Glück haben. Tut er. Jawohl, sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt hier die Emerald. Ich wette, hier kommen Torpedos. Wir drehen unsere Ganze jetzt auf links, also die Geschütze. Dauert ein bisschen. Drehen hier vor der Insel, ne?
Auch so ein Move durch die Insel kann er nicht. Ja, da kommen die Torps. Oh ja, wussten was. Wenn wir da weitergefahren wären, wären wir da reingefahren. Ihr merkt also, viel davon ist, was machen die Gegner? Beobachten, Entscheidungen treffen und dann, ja, damit leben am Ende und dann schauen, ob das gute Entscheidungen waren oder nicht. Hier könnten jetzt Torpedos kommen und treffen, aber vor allem ist der relativ breit. Und das aus kurzer Entfernung. Ja, wir machen leider Overpens, das habe ich mir schon gedacht. Wenn das Schiff zu dünn gepanzert ist, kann man auf die Zitadelle schießen und man macht trotzdem keinen Schaden. Overpens ist eine Mechanik, also man schlägt durch quasi. Also die Granaten sind zu groß, zu stark, zu massiv für das Schiff und den jeweiligen Winkel, auf das man schießt. Und das führt dann am Ende dazu, dass die Granaten nicht in der Hülle des Schiffes scharf werden. Zwar genau da treffen, wo sie treffen sollen, aber die fliegen quasi durch. Ja, die werden nicht scharf. Und das ist das. Das ist so ein bisschen der Punkt dabei. So, Emerald. Geht da Full Push auf den Cruiser. Ich versuche jetzt hier nochmal mein Glück. Irgendwann werden wir eine Zita dabei haben. Wieder keine Zitadelle. 4 Overpens. Tja, vielleicht müssen wir dann doch auf HE umladen. Man weiß es nicht. Bei sowas, wenn der weiter weg ist und wenn der natürlich mehr angewinkelt ist, dann wird die Panzerung ja von ihm dicker. Dann ist er zwar auch schwieriger zu treffen, weil wir haben ja gelernt, ne? Auf Breitseite fahrende Schiffe ist einfacher zu wirken als auf andere Schiffe. Jetzt beispielsweise ist die Panzerung aber dicker. Oh, und ihr seht, liebe Leute, wir kriegen Abpraller, ja, aber vor allem kriegen wir auch Durchschlag. Also Penetration an der Stelle. Das ist das, was wir immer haben wollen. Die Granate dringt ein ins Schiff, explodiert im Schiff, richtet Schaden an. Verheerenden Schaden, um genau zu sein. Und das ist dann das, was guten Damage macht. So, der wird ihn jetzt killen. Nee, killt er ihn noch nicht. Alles klar, ich bin jetzt hier hinter der Insel. Ist nicht weiter schlimm. Ich ziehe mir meinen Spotter. Emerald hat die Furutaka gekillt. Und das ist genau das, was ich meine, liebe Leute. Wenn wir nicht vorsichtig spielen würden, überlegt strategisch, wäre die Runde an der Stelle vorbei. Wenn wir tot wären, hätte das Gegnerteam genau jetzt in dem Moment gewonnen. Werden sie nicht tun, weil ich ja noch lebe. Oho. Wir geben uns Mühe, dass es dazu nicht kommt. Nur der smoked sich jetzt. Für meine Begriffe vollkommen in Ordnung. Ah, er smoked sich nicht, okay. Langsamer, ihr seht das, der wird langsamer, wird langsamer, wird langsamer. Das heißt, wir zielen nicht so weit vor ihn, sondern nur ein bisschen, schießen auf ihn und da ist schon vorbei. Nein, noch nicht vorbei. 2900 hat er noch. Jetzt bleibt er stehen, er ist aber leider zu spät stehen geblieben. Der ist aus seinem Smoke rausgefahren. Ist natürlich jetzt ungünstig, muss man fairerweise sagen, für ihn. Weil der jetzt offen ist und ich gleich wieder auf ihn schießen kann. Und ihr seht ja selber, Schaden machen tut der uns kaum. Weil es ist halt ein Kreuzer. Der kommt halt im Low-Tier vor allem viel über Zeit und über Torpedos. Und wenn wir halt nicht in die Torpedos reinfahren, weil wir uns schlau anstellen, dann passiert nichts. Jetzt sind wir sogar wieder zu. Unser Brisk ist hier angegangen, weil er in seinen Smoke gefahren ist. Es gibt keinen mehr, also in seinen Nebel. Es gibt keinen mehr drumherum, der hier irgendwie für ihn spotten kann. Lebt ja hier oben keiner mehr. Also, wie soll es sein, wenn er nicht für sich selber spottet, dann bin ich zu. Das heißt, wir können uns umpositionieren und das werden wir tun. Wir werden hier nach außen fahren, liebe Leute. Wir sind weiterhin nicht offen. Sind weiterhin nicht offen. Weiterhin nicht offen. Super. Der ist jetzt übrigens auch in Zugzwang. Ihr seht es hier selber, 800 zu 500 Punkten. Das heißt, der muss uns killen. Der muss uns töten. Ansonsten wird er die Runde jetzt schon nicht mehr gewinnen können. Einfach nur durch Cappen wird es nicht mehr passieren. Vor allem, weil das Cap genau hinter uns liegt. Der muss an uns vorbei, um dort zu cappen. Wird nicht klappen. So. Oder ist er? Kommt wieder raus. Aus seinem Nebel. Wir zielen vor ihn. Zwei Abpraller.
Genau, brauchen halt ein bisschen Geduld, Leute, ne? Wir brauchen halt ein bisschen Geduld. Wir fahren jetzt wieder weg. Wir wollen uns nicht torpen lassen. Wir haben ja gelernt, oh, der hat Torpedos. Alles klar. ...7400 Leben, der hat sich also wieder schön geheilt an der Stelle. Drehen ein bisschen auf, drehen auf unsere Ganzzielen ins Wasser. Genau. Overpennen ihn wieder dreimal, machen aber auch einen richtigen Hit. Und damit hat er jetzt noch 987. Ein Schuss noch, liebe Leute, dann ist er weg, dann haben wir die Runde gewonnen. Jetzt wird es langsam sehr sicher, denn selbst wenn er jetzt Torpedos hier hinten uns hinterher schickt, die Torpedos deutlich schneller sind als wir, dann werden die uns wahrscheinlich derzeit nicht mehr erreichen. Wir drehen auf. Dass wir unsere Guns benutzen können. Ziel ein bisschen höher, er dreht raus. Und dann hat sich die Sache erledigt. So. Und Runde gewonnen. 110.000 Schaden. Das war relativ einfach, da waren auch relativ viele, ja ich sag mal, Bots dabei, relativ viele, also nicht wirkliche Spieler. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wie seht ihr selber, ob ihr gut seid? Wie seht ihr selber, ob ihr gut wart? Wie wisst ihr das? Also erstmal, habt ihr die Runde überlebt oder nicht? Wenn ja, dann ist es schon relativ sicher, wenn ihr die Runde bis zum Ende überlebt habt, dass ihr eine gute Leistung hattet. Weil ihr werdet ja nicht an den Rand der Karte gefahren sein und da Picknick gemacht haben. Gibt's auch Leute, aber die sind selten. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wie viel Schaden habt ihr gemacht? Ja? Schaden, am Ende ist Schaden nur Schaden, ja, aber Schaden führt auch dazu, dass Gegnerschiffe rausgehen und Gegnerschiffe müsst ihr ja auch töten, um zu gewinnen. Also ist Schaden auch ein sehr relevanter Performance-Faktor. Man sagt immer so, Rang 5 macht 50.000, Rang 6 60, Rang 7 70, Rang 8 80, Rang 9 90, Rang 10 100.000, Rang 11 110.000 Schaden. Da gibt es Abweichungen davon, aber wenn ihr das erreicht als Spieler, dann habt ihr auf jeden Fall und in eurer jeweiligen Klasse, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal nicht komplett was falsch gemacht. So, wir haben jetzt hier 110.000 Schaden gemacht, sind ein Rang 5er Schlachtschiff gefahren. Das ist mehr als doppelt so viel, wie wir eigentlich hätten machen müssen. Nach der Rechnung. So. Außerdem kommt dazu, wir haben was erobert. Wir haben zwei Gegnerschiffe getötet. Auch immer wichtig. Habt ihr einen Gegner getötet oder nicht? Kann man auch daran festmachen. Wenn ihr einen Gegner getötet habt, ja. Okay. Wunderbar. Sehr schön. Dann habt ihr einen getötet und ihr selber seid vielleicht auch gestorben, also 1 zu 1. Wenn ihr zwei getötet habt und selber überlebend habt, dann ist es schon was ganz anderes. Ihr habt zwei Schiffe aus dem Gegnerteam rausgenommen, von 12 im Regelfall. Und seid selber aber nicht gestorben. Teamwertung kann man sich anschauen. Steht ihr da ganz oben, dann war es wahrscheinlich auch eine sehr gute Runde von euch. Ich sag mal so, ihr zieht hier die Hälfte der also einen Strich, imaginärer Strich, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sagen wir mal hier, alles was da drunter liegt, unter Platz 6 am Ende, die haben nicht so gut gespielt. Alles was da drüber liegt, die haben schon ganz gut gespielt. Das hier wird aber nur nach EP bewertet. Es gibt auch bestimmte Klassen, die ja verdienen überdurchschnittlich viel EP. Es gibt bestimmt andere Klassen, die verdienen nicht ganz so viel EP. Also so einfach ist es dann auch nicht. Scoreboard hier am Ende, die Teamwertung ist aber auch schon mal entscheidend oder wichtig. Jetzt gebe ich euch noch einen anderen Hinweis. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück in den Hafen. Das war unsere Runde Texas hier an der Stelle. Nämlich, man kann sich natürlich auch seine Statistik noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und liebe Leute, da scheiden sich auch die Geister. Viele, viele unterschiedliche werden euch erzählen, von gar nichts. Das ist blöd. Tut das nicht? Nee, Leute, ja, vielleicht, das tut, es bringt nicht immer was, aber es bringt sehr, sehr viel. So. Und die Statistiken schaut man sich an, besten über, ihr seht es hier im Hintergrund, ich habe mal kurz umgestaltet, über Stats and Numbers, www.stats-numbers.com. Das ist mein Name, mein Profil ist öffentlich, man kann sehen, was ich so für Mist fabriziere. Man sieht meine Gesamtsiegrate, also ihr müsst dann hier oben auswählen, Zufallsgefechte, Solo, Division, bla bla bla. Nehmt alle Gefechte, wenn ihr nicht viel Koop fahrt. Ich bin in meinem ganzen Leben 400 Koop-Gefechte gefahren, ich fahre nie Koop.
Dann könnt ihr gerne alle Gefechte nehmen, weil da ist beispielsweise Rank dabei, da sind auch die Divisionsfahrten dabei und so. Dann seht ihr ein bisschen noch ein besseres Bild. So, dann habt ihr hier zwei Metriken. Siegrate, PR, liebe Leute. Sobald das hier grün ist, ja, da gibt es so ein Ampelsystem. Rot, gelb, grün. Wenn ihr grün seid, super. Wenn ihr grün seid, super. Alles richtig gemacht. Ihr wisst im Grunde, wie das Spiel funktioniert. Ihr seid nicht diejenigen, die immer jede Runde gewinnen. Aber ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. Ihr gewinnt auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Gefechte. Wenn ihr gelb seid und rot seid, da werdet ihr am Anfang sein, wenn ihr Anfänger seid. Das war ich auch, Leute. Das ist keine Schande. Dann heißt das aber am Ende, okay, naja, ihr wisst noch nicht genau, wie der Hase langläuft. Dafür haben wir ja dieses Video. Und wenn wir jetzt gut sind, wir können nochmal aktualisieren. Ich hoffe, die Seite ist so schnell. Nächste Aktualisierung in 14 Minuten. Dann sehen wir hier unsere Runde mit der Texas. Das sind alle Runden, die ich in letzter Zeit gefahren habe. Oh, die Runde hier mit der Z44, die war aber nicht gut. Oh, die Runde mit der PKD, die war aber auch nicht gut. Hm. Und da sehen wir hier aber die Runde mit der Texas. Die sind wir gerade eben gefahren. Eine Runde auch in der letzten Zeit. Wir haben gewonnen. Wir haben eine gute PR gehabt, wir haben viel Schaden etc. Es war alles lila, das ist also nochmal die weit darüber, so wie uns das Game gerade auch verraten hat, war das eine sehr, sehr gute Runde. Das ist eine Detailauswertung, relativ gut, aber runtergebrochen auf Siegrate und PR. Beides ist wichtig, liebe Leute. Warum nicht nur Siegrate, warum nicht nur PR? Siegrate auf der einen wollt ihr natürlich, ihr wollt natürlich gewinnen, aber die Siegrate auf der einen Seite kann man sehr, sehr gut, sehr, sehr einfach, sehr, sehr schön beeinflussen. Indem ihr beispielsweise viel Division fahrt, dann habt ihr auf jeden Fall eine deutlich höhere Siegrate. Aber auch, wenn ihr bestimmte Stufen fahrt, bestimmte Klassen etc. Siegrate alleine ist es also nicht, das zeigt euch nicht alleine, ob ihr ein sehr guter Spieler seid oder wie auch immer. Sondern es zeigt euch 75% der Wahrheit. Und die anderen 25% ist die PR, die persönliche Wertung, die wird komplex berechnet, ist am Ende eine bestimmte Zahl, die sich, die euch auf Gegnerschiffe berechnet und am Ende, wie gut performt ihr auf dem Schiff in der jeweiligen Runde zum Durchschnitt aller anderen gefahrenen Runden jemals mit diesem Schiff auf dem Server. Das ist die PR. Also, euer Jetzt-Vergleich zu Data von vor, weiß ich nicht wie lange. Und dann werden da bestimmte Sachen reingewertet, wie in die PR zählt auch die Siegrate mit rein, da zählt auch der Schaden mit rein, da zählen Kills mit rein, blablabla. Will ich jetzt nicht mehr drauf. Aber PR, wenn die auch grün ist, top. Wenn die gelb ist, wenn die rot ist, aber ihr habt beispielsweise eine grüne Siegrate, dann ist es wahrscheinlich so, dass ihr entweder zu defensiv seid, wahrscheinlich seid ihr dann viel zu defensiv, das heißt, ihr gewinnt schon Runden, macht aber nicht Schaden, dann habt ihr, das sind so Hinweise für mich, da läuft irgendwas nicht ganz so richtig. Da, oder da ist die Erfahrung noch nicht da. Da gibt es an irgendeiner Stelle Probleme. Beispielsweise, ich weiß noch nicht genau, wie man zielt, ich weiß noch nicht genau, was man in welchen Situationen macht, etc. 75% Siegrate, 25% PR. Beides gut. Dann alles tippitoppi. Ist mein Profil hier, Filzstifti TTV, Filzstifti, ja, mein Name, hat er vorgestellt am Anfang. Da seht ihr dann sowas, genau. Und da habt ihr so ein Profil auch an der Stelle. Hilft euch also, kann ich euch nur ans Herz legen, www.ws-numbers.com. Okay, dann nochmal zurück ins Spiel, liebe Leute. Was ist sonst noch wichtig? Wenn ihr komplette Anfänger seid, dann lege ich euch jetzt noch ans Herz, euch über spezielle Codes anzumelden. Das ist, ja, teilweise Werbung. Ich kriege dafür Dublonen und Rekrutierungsmarken. Ich habe aber eh relativ viel in dem Spiel, um nicht zu sagen fast alles, weil ich schon so lange spiele und weil ich vor allem Community-Contributor bin und da kriegt man auch bestimmte Sachen einfach geschenkt, wenn man sie ja vorstellen soll. Also wie soll man Sachen vorstellen, wenn man sie nicht hat, sage ich mal. Deswegen ist es Werbung, weil ich bestimmte Sachen dafür kriege. Ich gebe aber kein Geld dafür oder so. Ja, also alles entspannt dort an der Stelle. Ihr habt aber Vorteile davon. Welche genau, seht ihr unten. Es gibt zwei Links, über die ihr euch anmelden könnt. Link Nummer 1 ist
eure Account-Erstellung. Die empfehle ich euch, wenn ihr noch nicht über Rang 5 fortgeschritten seid. Bis zum Rang 5 kommt man relativ schnell. Seid ihr über den Rang 5 fortgeschritten, lohnt es sich nicht mehr, neu anzufangen. Dann habt ihr das vergessen. So ging es mir damals auch. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Deswegen sage ich euch jetzt. Ihr kriegt dafür Premium-Spielzeit, bestimmte Schiffe. Ich glaube, die Texas beispielsweise als Premium-Schiff ist dabei. Und so weiter und so weiter. Und dann gibt es der zweite Link, das ist der Rekrutierungsbüro-Link. Und darüber gibt es auch nochmal Boni. Ihr müsst euch also doppelt anmelden, um die maximalen Boni rauszukriegen. Und das ist am Ende wichtig, weil das ist Premium-Spielzeit, die ihr da kriegt. Premium-Schiffe. Schiffe, mit denen ihr üben könnt, mit denen ihr aber auch einfach nur Spaß haben könnt. Das ist, ja, das ist ein Angebot von mir an euch. Nutzt es. Ich hatte damals nicht die Chance, weil ich es nicht wusste. Wäre besser gewesen, wenn ich es gewusst hätte, ja, aber genau. Nutzt die Links gerne unten. Das sind dort meine. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. So. Dann gibt es noch zwei Wahrheiten, die ihr auch noch wissen solltet über das Spiel. Die Wahrheit Nummer 1 ist, es ist, und das ist eine unangenehme Wahrheit, vielleicht für den einen oder anderen, aber es ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Wahrheit. Das ist ein Free-to-Play-Game. Das heißt, ihr könnt dieses Spiel komplett kostenlos und frei spielen. Und könnt locker 80% des Contents komplett frei in World of Warships genießen. Aber wenn ihr Rang 10 und Rang 11 fahren wollt, und das wollt ihr, wenn ihr spätestens da seid, verspreche ich euch, weil dann habt ihr relativ viel Zeit investiert, um da hinzukommen. Dann wollt ihr den Rest natürlich auch noch fahren. Dann werdet ihr irgendwann nicht darum umherkommen, in dieses Spiel zumindest einen gewissen Grundbetrag an Geld zu investieren. Ihr könnt das auch alles for free machen, liebe Leute. Ihr könnt auch Rang 10 und Rang 11 for free fahren, aber das ist dann irgendwann ein Pain in the ass. Nochmal Neudeutsch auszudrücken, ja. Ihr kommt mit Premium-Spielzeit deutlich weiter, ihr kommt mit Premium-Schiffen deutlich weiter, weil die halt bestimmte Credits euch geben und Credits, also Kreditpunkte, die resultieren am Ende in Wartung. Das ist am Ende das, was ihr braucht, um hier höhere Stufen erfolgreich langfristig fahren zu können. So. Da werdet ihr nicht drum rumkommen. Trotzdem könnt ihr das Spiel, und das empfehle ich euch auch erstmal, spart mal mindestens mal die ersten 3 Monate locker einfach mal ohne Geldeinsatz in dem Spiel einfach mal fahren. Einfach mal entspannt fahren, schaut, ob euch Spaß macht oder ob es euch nicht Spaß macht. Wie gesagt, nochmal meine, nicht nur persönliche Meinung, sondern so ist das Spiel auch. Also so ist es. Strategie-Action-Spiel. Wann wollt ihr ein Strategie-Action-Spiel fahren? Wenn ihr nicht nur ein Strategiespiel fahren wollt, also wenn ihr nicht nur entspannen wollt, sondern wenn ihr nachdenken wollt, aber auch einen gewissen Anreiz von Wettbewerb mögt. Ich sage bewusst einen gewissen Anreiz von Wettbewerb mögt, weil es nicht ein voll kompetitives Spiel ist. Dann. Und Nummer 2 natürlich. Aus den ganz einfachen Gründen. Ne? Also ihr könnt das Spiel natürlich zusammenfahren, Multiplayer, mit vielen anderen, mit euren Kumpels zusammen, so wie wir es auch machen, in der Community, bei uns in den 2 Clans. Da geht das alles. Oder 2 Clans haben wir jetzt, wir hatten schon mal 3 Clans, vielleicht werden es in Zukunft nochmal mehr, je nachdem. Brauchen wir nicht unbedingt, meiner Ansicht nach, aber mal gucken. Also mit anderen Leuten zusammenfahren. Geht natürlich in einem einfachen Strategiespiel, wo ihr nur alleine vor euch hinspielt. Da könnt ihr auch nicht mit jemandem reden, euch nicht absprechen, nicht sagen, oh, ich gehe nach außen und mach das und das und hilf mir da und dabei. Das genau, was wir tagtäglich tun, könnt ihr dann natürlich nicht. So. Ihr werdet aber, und das ist die unangenehme Wahrheit, irgendwann an dem Spiel, wie gesagt, so weit kommen, dass wenn ihr wirklich das, ich sage mal, in einem angemessenen Zeitaufwand fahren wollt, dass ihr vielleicht wenigstens einmalig euch ein Premium-Schiff zulegen müsst, mit dem ihr dann wirklich gut Credits fahren könnt. Und dann kostet so ein Spiel 40, 50 Euro. Und dann seid ihr bei einem AAA-Titel oder bei einem ganz normalen Spieletitel, den ihr sonst so auch. Ihr braucht sonst nichts. Die ganzen Events, all das, was hier passiert, das könnt ihr machen. Brauchen tut ihr das nicht. Wenn ihr es machen wollt, wenn ihr das Spiel unterstützen wollt, die verdienen aber genug, liebe Leute.
dann tut es, aber ihr müsst es nicht. So, Free-to-Play-Läden. Und dann am Ende noch mein ganz wichtiger Hinweis an euch. Wenn ihr bestimmte Sachen fahrt, wenn ihr bestimmte Sachen hier habt, ihr werdet auch an eine Stelle kommen, wo ihr hier im Mid-Tier euch nicht so schnell Sachen leisten könnt. Wo ihr am Ende einfach merkt, oh, ich will jetzt aber eine Stufe höher, aber ich habe ja noch nicht genug Credits dafür. Da seid ihr genau bei dem Punkt. Jetzt will euch das Spiel dahin bringen, dass ihr bei Premium-Spielzeit mit einem Premium-Schiff halt erstmal versucht, Credits zu farmen und diese Credits könnt ihr dann einsetzen, um eure Linien weiterzufahren. Das passiert aber vor allem deswegen, weil ihr hochrangige Bonus-Booster benutzt mit doppelt vielfachen an EP mehr. Wenn ihr das nicht tut, Leute, dann dauert das Spiel deutlich länger, ja? Aber dann habt ihr auch genug Credits, um, ich sag mal, mindestens bis Rang 8 fahren zu können. Der Tipp, der wichtigste Hinweis kommt am Ende. Verkauft eure Schiffe nicht. Es gibt immer wieder Events, wo ihr auf Basis von Schiffen bestimmte Sachen umsonst kriegt. Wie jetzt beispielsweise die Snowflakes. Wir kriegen hier für die Kamikaze Air Rang 5er Schiff, wenn wir mit dem Schiff fahren, 700 Kohle. 700 Kohle. For free, einfach so geschenkt, kann ich mir Sachen in der Waffenkammer für mitkaufen, wie beispielsweise ein Premium-Schiff. Deswegen verkauft eure Schiffe nicht. Ja? Ihr wollt ja auch vielleicht mal mit irgendwelchen Kumpels später mal zusammen fahren. Dann braucht ihr Schiffe auf den einzelnen Stufen. Verkauft also nicht, wenn ihr die New Mexico haben wollt, die New York, weil euch Credits fehlen. Don't do it. Ja, die Lösung ist eine andere. Spielt ruhiger und wenn ihr es wirklich unbedingt schnell haben wollt, dann geht über Premium-Spielzeit oder holt euch aus der Waffenkammer eins der Premium-Schiffe. Welche da gut sind, kann ich euch so... Ah, hier kann man was abholen. Kann ich euch so nicht... hier können wir einen Container aufmachen. Ah, Leute, jetzt müssen wir kurz mal unterbrechen. Das ist ein Container hier. Okay, Schiff. Bisschen Gamification, weil zwischenzeitlich mal drin haben bei dem ganzen Education-Content hier. Oh, ja, der Container war jetzt offen. Puh. Naja. Da könnt ihr euch bestimmte Schiffe holen. Hier über Kohle, Dublonen, Stahl. Leute, da gibt's viele gute, da gibt's noch mehr Grütze dabei. Wenn ihr soweit sein solltet, vor allem bei eurem ersten Schiff, vor allem wenn es euch wirklich relevant ist, wenn es wichtig ist, etc. Ich kann euch nicht sagen, ob dieses Schiff so jetzt für euch gut ist oder nicht. Ich kann euch sagen, dass eine Forest Sherman im Spiel ein wirklich sehr gutes Kohleschiff ist. Als Zerstörer, als Rang 10er Zerstörer in der jetzigen Meta zum jetzigen Zeitpunkt 28.12.2023. Aber ob das in einem Jahr noch so ist, weiß ich nicht. Ob es dann noch die Forest Sherman gibt, weiß ich nicht. Und ob die Forest Sherman vor allem für euch gut ist, liebe Leute, das weiß ich auch nicht. Weil die Forest Sherman ist nur dann gut, wenn ihr wisst, wie ihr sie einsetzen könnt. Denkt an dem, was ich vorhin gesagt habe mit dem Werkzeug. Ich gebe euch gerne den Hammer, aber den Nagel damit einschauen müsst ihr trotzdem noch. Wenn ihr damit versucht, mit dem Hammer ein Loch in die Wand zu bohren, wird es nicht klappen, liebe Leute. Oder da klappt bestimmt irgendwas, aber es ist am Ende nicht das, was wirklich eure Frau dann glücklich macht oder euch vielleicht. Und um Glück geht's ja am Ende. Soll ja Spaß machen, ne? Und deswegen, Werkzeug kann ich euch geben. Ich kann euch auch Empfehlungen geben, aber am Ende umsetzen, gut spielen, wirklich da, ne? Das müsst ihr am Ende noch selber. Ihr habt weitere Fragen. Ganz bestimmt. Ganz, ganz viele. Soll ich mit HE schießen, mit AP schießen? Welche Schiffe sind geil? Ah, ich mache damit einen Fehler, etc. pp. Dann seid ihr soweit, dass ihr jetzt vielleicht noch mehr Unterstützung benötigt. Leute, ich muss auch arbeiten. Ich kann euch nicht komplett Unterstützung geben. Aber wir haben unterschiedliche Formate dafür. Nutzt diese gerne. Ich habe einen Mitfahrmittwoch. Das heißt, ich fahre in der Regel mittwochs immer mit der Community zusammen. Ihr könnt Fragen stellen. Ich beantworte die. Zweitens. Wir haben bei uns auf dem Twitch oder bei mir auf dem Twitch-Kanal haben wir eine Replay-Analyse. Ihr könnt also eine Runde einschicken, die ihr gefahren seid. Ich schaue mir die an mit euch gemeinsam im Stream und gebe euch Tipps. Oder zweitens, gibt da auch ein persönliches Coaching. Den nehme ich mir sogar noch mehr Zeit für euch. 4, 5 Runden nur für euch und im Schiff oder 3 Runden nur für euch mit dem Schiff. Und dass wir euch uns das gemeinsam anschauen, dass ich euch bestimmte Sachen erkläre, dass ihr Fragen stellen könnt. Alles das, was ihr loswerden wollt, wird da an der Stelle dann passieren. Oder ihr sucht einen Clan, wo ihr das auch mal
abgesehen davon Fragen platzieren könnt. Oder wo ihr auch einfach so von Leuten mit euch mit was abschauen könnt. Natürlich, schaut euch die Videos von mir an. Die Knowledge-Reihe. Da gibt es extrem viel, was ihr da mitnehmen könnt. Oder ihr schaut euch einfach mal die Streams an. Wie gesagt, ich bin ein guter Spieler. Ich fahre Schlachtschiffe, vor allem viel Zerstörer, weil ich damit sehr gut gewinnen kann. Und ich will gewinnen, meine Freunde. Fahr auch hin und wieder mal ein Carrier oder mal ein U-Boot, oft mal ein Kreuzer. Da seht ihr viel. Da könnt ihr euch auch viel abgucken. Ja? Abgucken. Wir kommen ja von den Affen und ihr kennt ja diese Forschung. Wie ist es? Wie lernt man? Ja, durch Abgucken. So ist es halt nun mal. Nicht? Nutzt das gerne. Ein faires Angebot von mir an euch. Es gab damals, als ich mit dem Spiel angefangen habe, sowas nicht. Ich bin das Tal der Blut, des Blutschweißes und der Tränen durchgegangen. Viele Leute haben mir gesagt, dass ich scheiße bin. Dann habe ich angefangen, mir einen Kopf zu machen. Dann wurde ich langsam besser. Den Struggle müsst ihr nicht haben. Nicht zu komplett. Mit einem gewissen Punkt, der ist wichtig dabei, aber nicht komplett. Kommt auch gerne auf unseren Discord, da könnt ihr auch Fragen stellen. Da seht ihr auch noch viele Sachen, die ihr lesen könnt. All das gibt es hier zu entdecken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf meiner Liste hier steht nichts mehr weiter. Da gibt es sicherlich noch viel, was man hätte mit einbauen können. Ich baue jetzt nicht mehr ein. Wir sind bei 1:01. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war das Anfänger-Tutorial. Aller ausführlich. Aller Filzstifti. Ich bin der Phil. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen geruhsamen Abend, einen schönen Nachmittag oder wann auch immer ihr euch dieses Video hier zu Ende angeschaut habt. Bis dahin, viel Spaß und danke. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.